zu unserer Präsentation einer unserer Aktivtouren und ich freue mich, Ihnen unsere neueste Radtour, die Benelux und Alsace Fahrradtour, vorstellen zu können. Mein Name ist Elise Franken und ich habe mit viel Freude diese Reise für Sie vorbereitet. Wir haben uns bewusst für eine Reise entschieden, die für viele Gäste näher zu Hause ist. Eine Reise, die in den Niederlanden beginnt und endet. Diese Reise war noch in Vorbereitung, als unsere Broschüre gedruckt werde, aber die Webseite hat jetzt das endgültige Programm. Sie sehen hier, die Reise dauert 24 Tage und kostet 1079 Euro. Die Höhepunkte sind die Maasvlakte. Von hier aus folgen wir dem Radweg entlang der Maas. Wir besuchen Naturparks wie den Bisbos. Schöne Städte wie Dinan, Nancy und Luxemburg stehen auch auf dem Programm. Wir sind einige Tage im malerischen Elsass und zum Schluss in Südlimburg im schönen Göltal. 5 Mahlzeiten und 8 Ausflüge sind inklusive. Haustiere sind auf dieser Reise leider nicht erlaubt. Hier sehen Sie die Route, die wir folgen. Wir fangen an in Hellevoetsluis und folgen der Maas durch die belgischen und französischen Ardennen, fahren weiter ins Elsass und kehren über Luxemburg nach Gölpen in Südlimburg zurück. Die Gesamtstrecke dieser Reise beträgt 1025 Kilometer. Es ist wichtig, dass Sie gesund sind, denn ja, es ist natürlich eine aktive Reise. Wir machen unsere Fahrradausflüge mit dem Fahrrad natürlich. Eine kürze Strecke wird ungefähr 30 bis 40 Kilometer lang sein, aber das kann bis zu 60 Kilometer dauern. Und wenn wir einmal im Elsass sind, wird es hier und da auch etwas hügelig. Ein Elektrofahrrad wäre sehr nützlich, aber mit einem Fahrrad mit ausreichenden Gängen sollte es auch funktionieren. Es ist wichtig, dass Sie gut versichert sind und gut auf Ihre Sicherheit achten. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, einen Fahrradhelm zu tragen. Ja, wie bereits gesagt, fängt die Reise an in den Niederlanden, wo die Maas in die Nordsee mündet und viele große Ozeandampfer in Richtung unserer Hafenstadt Rotterdam segeln. Wir werden daher einen Ausflug in dieses Gebiet machen und mit Ihnen über eine schöne Route zur neu errichteten zweiten Maasvlakte fahren, einem beeindruckenden Hafengebiet. Hier findet man zwei der modernsten Container-Terminals der Welt. Wenn Sie dort ankommen, haben Sie zuerst die Möglichkeit, sich im Museum umzuschauen, wo Sie sehen können, wie alles gebaut würde. Und danach werden wir eine Bootsfahrt durch dieses Hafengebiet unternehmen. Ja, und dann kommen Sie in der Nähe der großen Containerschiffe und fühlen Sie sich ganz klein. Wenn wir zurückradeln, halten wir nochmal an in die historische Stadt Brielle. Bei dem nächsten Ausflug werden Sie mit dem Bus inklusive Fahrradanhänger nach Dordrecht gefahren. Da steigen Sie aus, Ihre Fahrräder werden entladen und dann geht es los mit dem Fahrrad. Wir folgen dem Maasradweg, der hier durch den Naturpark de Bisbos führt. Sie radeln über Deiche und lernen die vielen Fahrradfähren kennen. Wir halten kurz an in Woudrichem, eine kleine schöne historische Stadt, und wir radeln weiter zum Schloss Loevestein. Diese Burg diente nicht nur als strategische Verteidigungsanlage, sondern auch als Zollstation. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde Schloss Loevestein zu einem offiziellen Staatsgefängnis für politische Häftlinge. Der bekannteste Gefangene war der Rechtsgelehrte Hugo de Groot, der hier eine lebenslange Gefängnisstrafe absitzen sollte. Das dauerte ihm jedoch zu lange und mit Hilfe seiner Frau und einer leeren Bücherkiste gelang es ihm zu flüchten. Ein Museumsführer erzählt Ihnen alles Wissenswertes über die Ritter und Gefangene. Der Bus wartet wieder auf Sie, Ihre Fahrräder werden beladen und Sie werden zum Campingplatz zurückgebracht.
Ja, wir gehen weiter. Wir folgen der Marsroute zum nächsten Campingplatz in der Nähe des Marsdünen Naturparks. Eine Fahrradfähre bringt sie auf die andere Seite der Mars und sie erreichen den Naturpark Marsdünen. Einen Nationalpark zwischen der Mars und der deutschen Grenze. Und es gibt da verschiedene Radwege. Wir radeln auch nach Arsen, wo wir in der traditionellen Brauerei Hertog Jan ein Bier trinken. Unsere Route führt weiter in Richtung der belgischen Ardennen. Wir fahren nach Anserem in der Nähe von der Stadt Dinan. Sie können hier die Route sehen, ungefähr 200 Kilometer. Dinan ist eine der schönsten Städte in dieser Gegend. In der Vergangenheit eine sehr wichtige Stadt, dank ihrer günstigen Lage an der Handelsroute von Köln nach Paris und von Brüssel nach Luxemburg. Die riesige Zitadelle erinnert immer noch daran. Und Dinan ist ohne Zweifel eine angenehme Stadt und einfach mit dem Fahrrad zu erreichen. Unser Campingplatz ist nur einige Kilometer entfernt. Sie werden dann auch bemerken, dass Sie in der Stadt häufig auf ein Saxophon stoßen. Hier lebte ein Instrumentenbauer, Herr Sachs, der Erfinder des Saxophons. Ja, und wir machen zwei Fahrradausflüge von Dinan. Die erste ist eine Route durch das Tal von Molière, wobei man gelegentlich einen Hügel überwinden muss. Aber ansonsten ist es ein schöner Radweg, der entlang einer alten Eisenbahnlinie gebaut wurde. Gegen Mittag erreichen wir ein gemütliches Restaurant, das sich an einer jetzt verlassenen Station befindet. Und nach dem Mittagessen radeln wir wieder weiter nach die Abtei von Marzu. In dieser Abtei leben und arbeiten noch Benediktinermönche. Wir bekommen eine Tour und probieren ihre Spezialität, Käse und Bier. Unsere zweite Radtour führt entlang der Maas in südliche Richtung nach Gifhe. Wieder eine Festungsstadt, gleich über der französischen Grenze. Aber wir werden auch ein sehr schönes Schloss besuchen, Château de Frères. Ein sehr schönes Schloss, das Sie innen und außen sehen werden. Dann haben Sie noch einen Tag frei und wenn Sie noch einmal entlang der Maas radeln möchten, dann radeln Sie in nördliche Richtung, in die Stadt Namen. Auch wieder eine wichtige Festungsstadt und eine sehr schöne Einkaufsstadt. Wir ziehen jetzt in die französischen Ardennen und erreichen den Stadtcamping in Charleville-Mézières. Der Campingplatz liegt nur wenige Gehminuten von diesem schönen Platz entfernt. Ja, und am nächsten Tag fahren wir wieder Fahrrad, folgen der Maas in nördliche Richtung bis zur Stadt Monterme. Sie können sehen, dass der Fluss etwas schmaler und idyllischer geworden ist und wie schön es ist, hier Rad zu fahren. Ja, und wir fahren wieder weiter zu unserem nächsten Campingplatz. Hier verabschieden wir uns von der Maas, denn dieser Campingplatz die liegt in Villers-les-Secs und befindet sich an der Mosel. Und das Gebiet, in dem wir uns jetzt befinden, wird als Moselschleife bezeichnet. Vom Campingplatz ist es nur 30 Kilometer nach Nancy. Wir fahren mit dem Fahrrad entlang der Mosel dorthin und wenn wir ankommen, werden Sie sehen, wie schön das Zentrum ist. Am Place Stanislas, einen der schönsten Plätze von Frankreich, treffen wir unsere Fremdenführer. Und er wird Sie auf eine wunderschöne Fahrradroute durch die Stadt mitnehmen. Das Zentrum von Nancy ist bekannt für seine Art Deco-Architektur. Ja, und hier sind wir im Elsass, auf einem Campingplatz in Obernai. Der Elsass hat viele malerische Städte und Obernai ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür. Unser Campingplatz liegt etwas außerhalb der teilweise ummauerten Stadt. Und innerhalb der Mauern finden Sie ein angenehmes Zentrum
schöne Fachwerkhäuser und eine schöne Mischung von französischer und deutscher Architektur. Mehrere Fahrradausflüge sind möglich, denn diese Region hat schöne Radwege. Teilweise auf kleine Straßen mit wenig Verkehr, teils auf Wegen, die nur für Radfahrer bestimmt sind. Unsere Reiseleiter informiert Sie gerne über die verschiedenen Routen, die Sie vom Campingplatz aus hier radeln können. Der Radausflug, den wir mit Ihnen machen werden, führt durch oder entlang der Weinberge des Elsasses. Wir werden die Stadt Bar besuchen. Hier werden wir eine Kaffeepause machen, am schönen Platz. Und wir besuchen ein kleines Museum, das früher ein reiches Kaufmannshaus war. Wir radeln wieder weiter durch die Weinberge. So sind die Fahrradrouten, die Sie hier erwarten können. Gelegentlich mit Höhenunterschieden. Und dies sind die Orte, an denen Sie vorbeikommen. Wir werden an einem dieser Orte zu Mittag essen. Und danach radeln wir wieder langsam zurück zu unserem Campingplatz. Sie haben hier 2 Tage frei, also werden Sie vielleicht noch eine der Weinrouten radeln oder der Radroute nach Straßburg folgen. Der Elsass hat viele Burgen, so wenn Sie Ihr Fahrrad an einem freien Tag zurücklassen, dann lohnt es sich, um mit Ihrem Auto zu diesem Schloss zu fahren. Das ist dem beeindruckenden Schloss Haute-Königsburg. Im Laufe der Geschichte war der Elsass abwechselnd in deutscher und französischer Hand, und als es zur Zeit des letzten deutschen Kaisers in deutscher Hand war, ließ er diese Burg auf dem Berg errichten. Es ist nicht mittelalterlich, aber es musste ein mittelalterliches Aussehen haben. Sie können nach diesem Besuch auch noch nach Colmar fahren. Es hat ein wunderschönes Zentrum, insbesondere hier, das Viertel Kleines Venedig. Ja, und da müssen wir der Elsass wieder verlassen, vielleicht mit ein wenig Schmerz im Herzen. Wir kehren über Luxemburg in die Niederlande zurück und übernachten auf einem Camping in der Nähe der Stadt Luxemburg. Vom Campingplatz sind es ungefähr 4 Kilometer, um mit dem Fahrrad über einen neu gebauten Radweg ins Zentrum zu fahren. Wir machen das unter Leitung von der Stadtführer, machen wir eine Radtour durch das Zentrum, diese wunderschöne Stadt. Ja, und wir sind jetzt auf unserem letzten Campingplatz in Gulpen, in den wunderschönen Hügeln von Südlimburg angekommen. Sie haben hier noch einen freien Tag, um eine schöne Radtour vom Campingplatz aus zu unternehmen. Es gibt verschiedene Routen, so können Sie das Gülltal wählen oder nach Maastricht radeln. Dann kehren Sie wieder zu dem Fluss zurück, der unsere Route am Anfang bestimmt hat, der Maas. Aber Sie müssen nicht zu spät zurück sein, denn gegen 5 Uhr nachmittags wartet der Bus auf Sie, denn Sie haben während dieser Reise bereits so viele Festungen und Burgen gesehen, dass wir diese Reise stilvoll abschließen möchten. Und deshalb wird unser Abschiedsessen in einem wunderschönen Schloss serviert. Damit ist diese 23-tägige Reise zu Ende, wobei wir Ihnen sehr schöne Teile der Niederlande, Belgiens und Frankreichs gezeigt haben. Etwas näher zu Hause, aber doch sehr überraschend. Wie Sie hier sehen, beginnt die Reise im Frühjahr am 6. Juni und im Herbst am 15. September. Ich hoffe, dass ich Sie mit meiner Präsentation für diese Reise begeistert habe und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.